Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more butts. Hey Peeps, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Redcon. Und letzte Folge war ja auch überaus erfolgreich und ich hoffe mal, dass wir in der heutigen Folge an den Erfolg der letzten Folge anknüpfen können. Wir haben hier ein neues Perk bekommen in der letzten Folge, das dementsprechend auch drin sein wird, aber ansonsten haben wir tatsächlich nichts Neues. Nur ein bisschen Geld, aber das werden wir jetzt erstmal nicht ausgeben. Ja, das werden wir erstmal nicht ausgeben und warte, ich will mal kurz, kosten wir 15 Munition. Kosten wir 8, ja gut. 8, 15, 7, ich da ein. Also auch ich werde. Wir werden doch Geld ausgeben. Zwar werden wir uns die Giftraketen holen, das werden wir mal austauschen. Wir haben ja eine Waffenkammer, von daher ist das definitiv verkraftbar und können jetzt so in die Schlacht ziehen. Scharfschützenkanon, ja, das ist. Sehr gut formuliert. Das sind echt zwei richtig dicke Oschen. Das sind zwei richtig dicke Oschen. Ohne Witz. Oh, wirklich, ohne Spaß. Diese Dinger zu zerstören. Halleluja. Sache ist nur, wir müssen auch deren EMP-Geschütze ausschalten. Na warte, jetzt habe ich noch die Giftraketen ausgewählt. Ja, so, werde ich auswählen, die schießt da drauf. Schießt noch nirgends hin. Die haben auch bei mir gerade noch alles unter Schuss genommen. Ich glaube, wir legen erstmal die erste hier Schutt und Asche. In der Hoffnung. Oh, warte mal, du kannst auch da reingehen. Ein bisschen mehr Munition, dann kann ich hier auch 56%, ja, hoffentlich. Einer von den beiden Schüssen wird uns schon treffen. So. Ne, erste Salve hat schon mal gesessen. Das heißt, wir schalten jetzt. Der schießt nochmal da unten rein. Also die beiden. Einfach nur, um die Arbeiten da ein bisschen dran zu behindern. Aber die haben doch schon mal gesessen. Okay, jetzt muss ich da oben natürlich jetzt mal warten. Finde ich irgendwie nicht gut, aber machst du nichts. Machst du nichts. Wenn mit der EMP ausgeschaltet werden. Gut, die wir können wieder einiges abfangen, tatsächlich. Okay, die eine Giftkanone ist da unten jetzt erstmal. Deine Giftkanone, die eine EMP-Kanone ist erstmal vergiftet. Wenn wir den jetzt da reinschießen lassen, dann können wir. Kannst du mal aufhören, da drauf zu schießen? Schießt du mal. Ja, gut, dann können wir jetzt da unten drauf schießen. Machen wir das mal. geh du da mal raus. Und du gehst da mal hin. So. Immerhin schießt mal eine Kanone hier wieder nach. So, jetzt haben wir die unten erstmal wieder geflasht. Das heißt, in der Kanone wird jetzt erst fürs erste nicht weiter dran gearbeitet. Jedoch wäre es auch wichtig, wenn wir da jetzt, also wenn die Flasche jetzt trifft wieder. Jawohl. Aber jetzt trifft hier nämlich unsere Giftkanone. Ihr tauscht da mal bitte die Plätze.
Das ist unsere Rakete. Wir haben ja kein Abwehrsystem, von daher. So. Der EMP ist unten lahmgelegt. Dann schießen wir einfach mal mit dir da drauf. Oder ne, schießen da oben drauf. Wobei ich dann wieder schießen kann damit. Du musst dringend da mal weg, bevor ich dich hier noch hier verliere. Ich könnte auch ein Feuergeschütz da oben reinschießen. Es wird hoffentlich reichen, dann könnte ich damit da oben noch eine Flash schießen. So machen wir's. Reparier du da mal bitte. Okay, das ist jetzt erstmal gerade zu viel des Guten. Dann schießt du einfach da oben hin. Und mit dir schießt er aber nochmal da unten rein. Raus. Und du sollst dich auch mal vielleicht ein bisschen auffrischen. Okay, die reparieren das jetzt hier oben, das ist jetzt ein bisschen dämlich. So, du gehst dann, reparierst du erstmal wieder den Raum hier. Oder versuchst du zumindest reparieren. Jetzt kommt er schon wieder mit seiner dämlichen EMP-Kanone an, ey. Weil jetzt beide wieder soweit funktionsfähig sind. Oh Gott. Okay, das Ding schießt schnell. Muss er dazu jetzt mal sagen. Das schießt wirklich schnell. Oh, du musst da mal raus. Dringend. So, da oben brennt es jetzt. Dann brennt es jetzt hoffentlich auch gleich da unten. Du schießt da mal eine Flash. Schießt da unten rein, ja. Schießt jetzt auch mal da unten hin. So. Werden wir das erstmal machen. Das Gute ist, die können sich nicht hochheilen. Das heißt, sobald wir hier welche kriegen, haben wir sie auch. Jedoch macht mich das ganz schön zu schaffen, dass er hier mit seinen EMP-Kanonen so erfolgreich ist. Zugegebenermaßen. Aber gut, während, weil ich da oben jetzt sowieso gerade nicht irgendwas machen kann, verringerst du da mal ein bisschen die Nachladezeit. Oder andere Idee, du reparierst den Raum. So. Wir haben immerhin schon mal wieder eine Scharfschützenkanone weg. Also wir können das Feuer auf die untere da konzentrieren. Du könntest auch eigentlich da drauf schießen. Nimm mal die kleine da raus. Weil so stark ist jetzt die große nun auch wieder nicht, habe ich das Gefühl. Schaden ist noch recht überschaubar. Problem ist nur, ich krieg diese Kanone nicht repariert, weil der andauernd drauf heizt. Dann zeige ich nämlich nur noch eine Kanone und meine Raketen, was irgendwie auch nicht gerade gut ist. Zeige ich nur noch meine Raketen. Geil. Wie viel schießt der? Schießt ja gerade den 9er Salven. Na gut, jetzt kann ich zumindest schon mal hier unten wieder schießen, ne? Immerhin etwas. Bleiben wir mal 66%. So ein bisschen nervig ist das ja schon, ne? Da fehlt doch, Gott sei Dank. So. Wenn uns das Nachladen dann ein bisschen schneller geht, wieder.
Also, ist das ja so, meine Kanonen erwachen wieder aus dem Winterschlaf. Hast du definitiv müssen. Weil ansonsten habe ich denen vielleicht doch das eine oder andere Problemchen. So, die schießt jetzt da hin, dann schießen wir die gleich wieder da unten hin. Genau. Du heilst dich erstmal wieder ein bisschen hoch. So, da unten brennt es jetzt. Werden sie löschen, da unten schießt aber auch Giftgas rein, das heißt, sie werden das gleich nicht mehr löschen. Und ich kann mich hier weiter um deren Kanonen kümmern. Okay, scheiße, er hat einfach drüber geschossen. Verdammt. Ah, schade. Wäre besser gewesen, hätte er wirklich da unten schon reingeschossen. Naja. Jedenfalls muss ich erstmal jetzt diese kleine Kanone da weghauen. Damit ich dann vernünftig an das EMP-Geschütz da rankomme. Was allerdings nicht so einfach ist, wenn ich nichts habe, womit ich schießen kann. Raus. Und du reparierst ja mal weiter. Du schießt noch da unten rein. Tatsache. Schießt da. Ich bräuchte dich jetzt auch mal hier vorne. Weil ich müsste diese Kanone müsste erstmal wieder auf Betriebstemperatur kommen. Na gut, das große Geschütz haben wir jetzt abgefangen. So. Die Sache mit der Brandgranate ist, dass ich hoffe, also dadurch, dass es da vergiftet ist, wird da keiner reingehen. Und wenn es da drinnen brennt, kann sich der Brand ausbreiten. Das ist jetzt der Plan. Oder der verhindert einfach meinen Plan. Was natürlich auch geht. Oh, jetzt reparieren die große Kanone da schon wieder. Vielleicht kann ich das nur mal ein bisschen verhindern. Nee, kann ich nicht. Ich kann nur dafür sorgen, dass die alle fast tot sind. Ich schaffe es einfach. Ich komme einfach nicht dazu, diese kleine Kanone. So, einer ist weg. Das habe ich gehört. So, er schießt wieder unten rein. Das heißt, es bleibt vergiftet. Was nur so viel bedeutet, wie dass ihr da raus müsst und dass. Uffala. Das war jetzt gerade echt Schaden. So, die haben wir wieder. Die ist wieder außer Gefecht. Das heißt, ich schieße wieder oben rein. Wenn ich denn noch welche hätte, mit denen ich schießen kann. Du schießt mal da drauf. Damit die erstmal nicht repariert wird. Einen brauche ich da, dich brauche ich da. Dich brauche ich da oben auch. Ja, weil diese, auch wenn sie gerade nicht schießen kann, es wäre wichtig, wenn die bleibt. Weil einem von der doch eine ganze Menge Schaden ausgeht. Und dann kannst du, weil du da rumläufst, das mal dahin gehen zu reparieren. So. Und damit haben wir die jetzt auch und wir können wieder da unten drauf schießen, wie ich das eigentlich vorhatte. Oder unten brennt es. Können wir jetzt da drauf schießen. So, da wird nicht mehr repariert. Hat ja einer. Du hast nichts zu tun. Dann reparier da mal ein bisschen. Damit unsere Kanonen noch irgendwie da bleiben. So, der Schuss müsste jetzt. So nützt, tut es nicht. Wir kriegen die hier vorne nicht repariert. Was ist, wenn ich die jetzt beide da wegnehme? Jawohl. Reicht, weil die anderen ja erstmal so weit nicht gehen. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir nicht mal auf diese scheiß zweite EMP-Kanone schießen, weil er mich tierisch aufregt. Und ich komme wirklich nicht dazu, die volle Kanone hier zu reparieren. Was irgendwie schade ist. Oh Gott, ey. Bevor die beiden jetzt da sterben. Ja, aber andererseits ist es auch gar nicht so schlecht, weil so habe ich etwas, worauf die ihr Feuer zentrieren. Was mir natürlich ein bisschen mehr Freiraum bei den anderen Kanonen gibt.
So, irgendwo wird es gleich brennen. Da brennt es, alles klar. Wenn es da brennt, schießen wir da auch unsere Giftgeschosse rein. Damit da Ruhe herrscht. Wir kümmern uns hier um die. Z ich kümmere uns jetzt mal um die große hier oben. Tatsächlich. So, ihr geht dann da reparieren, du gehst da runter, wobei nur einer von euch brauche ich da, der andere geht. Geht hier rein, weil wir die Munition gleich wieder brauchen werden. Weil du nichts zu tun hast, kannst du mal da bitte reparieren. So, irgendwo wird gleich wieder vergiftet sein. Irgendwas schieße ich da oben drauf. Nee, das will ich nicht. Ich schieße auf die EMP-Kanone, weil das ist ein priorisiertes Ziel. Ach, da unten schießt eine Brandgranate rein, da schieße ich hier unten gleich noch ein Giftgeschoss rein. Wobei. Nein? Auch die Kanone, die schießt da oben rein, weil es da nämlich vergiftet ist. Da soll die reinschießen. Weil dann habe ich nämlich eine Chance, dass sich das Feuer ausbreitet. So. Hören wir auf, mit dem Feuer zu spielen. Und kümmern uns darum. Es wird einfach den Rest des Gesangsvereins da in die Luft jagen. Und dazu schießt er einfach erstmal auf die letzte größere Kanone, die übrig ist. Während ich sonst da einfach nur weiter meine Giftgeschosse. Was sind das? Partikelfehler? Ah ne, eine Explosion vom Geschütz. Von dem Geschoss. Okay. Kein Partikelfehler. So, das liegt. Können wir jetzt da unten drauf schießen? Weil du schießt mal da oben drauf, einen Doppelschuss. So, der will das Feuer jetzt löschen. Ich glaube nicht, dass das noch lange löschen wird. Er wird es noch lange löschen. Weil ich da unten reinschieße. Das heißt, ich werde ja unten jetzt mal ein Feuer reinschießen. Geht ja nicht anders. Nein. Du gehst dahin. Aber hey, das Feuer breitet sich aus. Immerhin etwas, ne? Das Feuer lassen wir mal schön nach vorne. Du. Damit schießen wir einfach mal da rein. Tun das auch zur Gaskammer. Und dann ist hier endlich Feierabend. So, da brennt es jetzt. Dann brennt es gleich da hinten. Feuer wird komplett hinten zentriert. Weil so nichts mehr anders hingehen können. Brennt ja auch schon alles. So, vergiftet ist der Raum jetzt auch. Die zwei schießen nochmal hier vorne rein, weil er kann nicht mehr anders hin, der ist im Feuer umgeben. Das heißt, er wird jetzt gleich sterben. Ja, er wählt den Suizid. So, hat ein bisschen gedauert. Ein bisschen sehr lange gedauert. Ja, ne, wir sind jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt 19 Minuten dafür gebraucht, das war schon mal definitiv eine Hausnummer. So, weitere Strike-Commands des Imperiums sind gefallen. Meine degenerierten Generäle bringen mir nur Niederlagen ein. Ich habe diese Niederlagen satt. Ich akzeptiere diese Niederlagen nicht. Entschuldigung. Das liegt mir einfach so sehr am Herzen. Alles in Ordnung, Leutnant? Ja, mein Imperator. Ihre Fürsorge ehrt mich, mein Imperator. Gut. Es gibt eine Kommunikationszentrale der Krux, die mit schweren Waffen beschützt wird. Schwere Waffen, die scheinbar jeden Kommando des Imperiums vernichten. Ich erwarte, dass du erfolgreich bist, Commander. Schwere Waffen klingt so, als ob das wieder ein bisschen länger dauern wird. Das heißt, wir machen heute wirklich nur eine Speedy-Folge. Ja, haben immerhin wieder einen Sieg eingefahren. Nach der nächsten Festung werden wir sehr wahrscheinlich Level 8 sein. Und ja, das ist jetzt auch, keine Ahnung, von der Folgenlänge her passt das ja immer wie halbwegs. Ich sehe gerade mein Mikrofon. Stimmt, ich habe gestern CSGO gespielt, von daher ist mein Mikrofon wahrscheinlich wieder lauter eingestellt. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Tut mir leid, falls ich zu laut bin an dieser Stelle. Und
dann bedanke ich mich auch wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bis da seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, guck mal, das wird es raus und wir sehen uns beim nächsten Mal.